and I'm ready to play, so come on down and check it out. The Camel Club Move. Wicked. Da kann ich mich nur anschließen. Es ist gleich 1 Uhr am Kar-Samstag. Ihr hört Fritz. Ich bin Frauke und wir sind heute 5 Stunden lang, also bis die Sonne aufgeht, live im E-Werk in Berlin beim Kroma Park. Die Party läuft hier seit 22 Uhr. Steve Loria hatte die Arschkarte gezogen und musste als erster auflegen. Von 11:30 bis eben gerade stand dann Mark Lewis hinter den Turntables und gerade hat es den zweiten Wechsel gegeben. Das heißt, ihr hört jetzt Steve Mason, Mayday-Stammgast seit 93 und euch noch bestens bekannt als Fritz-Urlaubsvertretung für Marusha. Oh, it must have been about 2 years ago now that I was standing in for Marusha when she was away on holiday doing her program on Fritz. So nice to talk to you all again. Keep it going, Fritzy. We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.
Es ist 1.30 Uhr, ihr hört Fritz live beim Grumapark im Ewerk in Berlin. Wir erleben hier heute den Camel Club Move. Und Move ist genau das richtige Wort. Die Leute strömen seit 11:30 hier rein. Es ist aber trotzdem genug Platz, um sich zu verausgaben, denn im Gegensatz zu gestern, wo nur die Twice Hall im Keller auf war und einige Gänge, die zur Ausstellung gehören, feiern wir heute in der Evidence Hall. Vom Camel Move Team sehr schön dekoriert, muss man sagen. Quer über die Tanzfläche ziehen sich so zwei Wände ungefähr kniehoch und strahlen Neonlicht aus. Daran entlang rave das Partyvolk seit 20 Minuten zu Steve Mason, dem Kult-DJ von Radio One aus London. Der hat auch schon im Rave Satellite auf Fritz aufgelegt und der wird euch heute exklusiv beschallen. Something quite extraordinary. A wicked light show, wicked sound system. The Ewerk is always one of the top places in Germany to do your thing to. But tonight's a bit special because it's the first night of the Club Move Tour. So I'm quite excited about it. And me, I'm just going to play something a little bit different. Try a few little tasty bits that no one's heard before and see what happens.
Outsiders. We'll be right back.
einer halben Minute 2:07 Steve Mason auf Fritz, der Londoner Szene-DJ von BFBS, Stammgast bei Mayday und heute live im E-Werk in Berlin beim Chroma Park 96. Es tummelt sich in allen Nischen, die Twice Hall hat sogar noch einen extra DJ abbekommen, der interessiert uns aber nicht, sondern wichtig ist Steve Mason in der Evidence Hall, der 2 Meter über der Rave-Gemeinde seine britische Techno-Sounds produziert. Einen wunderschönen Blick hat man auch von der Empore aufs Partyvolk, bunt gemischt, wie gestern eigentlich auch schon. Das ist sicher auch eine gute Gelegenheit eigentlich für Nicht-Technoten, sich mal den Elektrobeat hinzugeben, denke ich. Denn Steve Mason legt hier nicht das Techno-Brett auf, sondern bastelt sehr facettenreich und auch durchaus mal melodisch. Also Aufforderung an alle, schmeißt euch was über und kommt ins E-Werk. Es lohnt sich. Oder bleibt einfach bei uns. Ich bin Frauke und wir haben noch 4 Stunden Rave vor uns. Hi, this is Steve Mason. I'm here at the E-Werk and I'm ready to play. So come on down and check it out. The Camel Club Move. We'll be right back.
2.38 Uhr. Ihr hört Fritz live vom Kroma Park im Berliner E-Werk. Noch bis 6 Uhr früh. Camel Club Move heißt die Party heute. Letzte Meldung war, dass die Schlange an der Kasse fast bis runter zur Wilhelmstraße reicht. Also zieht euch warm an, aber dann kommt schnellstens vorbei und erlebt Steve Mason hinter den Turntables, den Cool-DJ von BFBS London. Und den kennt ihr auch schon von Fritz, nämlich als Urlaubsvertretung für Marusha im Rave Satellite. Oh, it must have been about 2 years ago now that I was standing in for Marusha when she's away on holiday doing her program on Fritz. So nice to talk to you all again. Keep it going, Fritzy. Thank you.
3.13 Uhr. Steve Mason hört ihr hier live auf Fritz, denn wir sind im E-Werk beim dritten Chroma Park 1996. Der Strom der Raver an der Kasse reißt nicht ab. Drinnen schieben sich die Leute durchs Gewölbe und das, obwohl alle Räume offen sind. Unten könnt ihr durch die Chroma Park Ausstellung wandern. Da legt auch noch ein extra DJ auf. Aber das Line-Up ist natürlich oben in der Evidence Hall und das sieht nicht umsonst die Menschenmassen an. Seit 2 Stunden steht Steve Mason am Pult und produziert britischen Techno-Sound. Die Halle ist sehr kunstvoll ausgeleuchtet. Am Boden wölben sich kniehohe Metallwälle mit Neon ausgeleuchtet. Also das Ambiente stimmt und die Musik stimmt auch. Falls euch das Menschengedränge zu hektisch ist, dann genießt den Sound einfach auf Fritz. Ich bin Frauke und wir bleiben noch bis zum Morgengrauen live beim Camel Move und genießen, was Steve Mason für uns aus dem Mischpult rausholt. Something quite extraordinary. A wicked light show, wicked sound system. The E-Werk is always one of the top places in Germany to do your thing to. But tonight's a bit special because it's the first night of the Club Move Tour. So I'm quite excited about it. And me, I'm just going to play something a little bit different. Try a few little tasty bits that no one's heard before and see what happens.